Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum LS22 in Italien. Wir haben die Sorghumhirse-Ernte beendet und werden jetzt die Fracht verkaufen. Und dazu müssen wir ganz einfach, der beste Preis ist 3.169,68, das ist egal, wo wir hinfahren. Ich denke, der östliche Eisenbahnknotenpunkt ist der nächste und der befindet sich nämlich hier oben. Und da sind solche Schüttdinger zum Überladen und wir müssen jetzt im Endeffekt hier runterfahren auf die Straße drauf. Die können wir dann hochfahren und dann sind wir da. Ja, das wird eine Weile dauern aus dem einfachen Grund, weil der nämlich auch hier irgendwie mit den 22.000 Litern schon ein bisschen zu kämpfen hat. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir beim Einkauf hier nicht auf den Motor geachtet haben und ich würde das gerne nochmal nachprüfen. So, es ist ja nun mehr oder weniger alles hier Eigentum. Das ist ja eine wunderbare Sache. Dann können wir nämlich da auch mal was tun. 179 PS. Und jetzt muss ich mal schauen, ob es den mit mehr gab. Nee. Hui, das ist natürlich... Dann ist er ein bisschen schwach auf der Brust, das muss ich sagen. Aber okay, haben wir jetzt gekauft. Dann ist das so. Ja, lässt sich nicht ändern. Gut, ja, bergunter geht's, ne? Aber sobald da hier eine kleine Steigung kommt, hört's auf. Ja, gut, okay, wir werden das verkaufen, wir werden die Einnahmen nehmen. Das Feld muss ich mir überlegen, was wir drauf machen. Ich denke mal, wir werden einfach Weizen oder Gerste machen, irgendwas von dem. Dann haben wir auch wieder was für die Hühner für nächstes Jahr. Und, ja, das ist es eigentlich erstmal. So, jetzt muss ich mal schauen, wo ich hier hochkomme. Hier vorne haben wir eine Unterführung, da werde ich mal ganz kurz auf die Karte schauen. Ne, da kommen wir auch nicht hoch. Gut, da müssen wir hier vorfahren. Ja, es ist leider so, da müssen wir ein Stück weiterfahren. Aber dann sehen wir auch mal was von den Nebenwegen. Ist ja auch mal interessant, ne? Da geht's da lang. Da wollen wir aber auch nicht hin. Und, ja, als nächstes wird dann wohl die Kartoffelernte anstehen. Wir werden uns zwischendurch wahrscheinlich nochmal um die Tiere kümmern müssen. Das bleibt halt nicht aus. Dann werden wir nochmal ein bisschen Stroh nachkaufen müssen. Und ihr seht, hier hat er übelste Probleme. Na, und da ist er noch nicht mal voll. Also wenn der voll wäre, hätte er wahrscheinlich, käme er wahrscheinlich gar nicht hoch. Ja, ich muss es leider so sagen. 180 PS ist jetzt nicht unbedingt viel, aber es ist auch nicht unbedingt wenig. Und dass der dann hier so zu tun hat. Natürlich bei 45 Tonnen Zuladung ist es vielleicht ein bisschen knapp bemessen. Ne? Ich meine, denk mal an unsere Traktoren, die haben ja auch mit 180 PS können die auch einiges, aber sie können nicht alles. Ne? Ich weiß eben nicht, ob man das 1:1 übernehmen kann, von der Zugleistung her, aber naja, egal. Wir fahren jetzt mal hoch, wir genießen die Landschaft. Es ist leider, ich muss sagen, seit vielen Folgen ist das Wetter hier nicht unbedingt das Beste. Na? Ihr seht, wir sind im Winter, da ist es halt ein bisschen trüb, da sind die Wolken dunkel, die Schneewolken etc. Ich habe es ja versucht zu verstellen. Dass wir, weil wir ja ohne Jahreszeiten spielen, habe ich an den Reglern rumgedreht und wollte eigentlich den August drinnen lassen oder den Juni, Juli, weil es halt schöner sieht auf der Karte. Problem ist dabei, das Spiel ist mir dabei abgestürzt. Na, ich musste damals die Aufnahme wiederholen und ja, drei Folgen hat es gereicht und bei der vierten oder so oder bei der dritten hat er dann gesagt, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und deswegen fummel ich da nicht mehr dran rum. Lass mal so, wie es ist. Und dann ist das halt so, ne? Kann man nicht ändern. Gut, da vorne ist dann schon unser Entladepunkt. So weit ist es nicht mehr. Und ich bin gespannt, was wir kriegen. Wenn wir 3000 kriegen, sind das ungefähr ja, über 70.000. Das ist eine ganz nette Summe. Kannst du nicht meckern. Na? Zum Beispiel diese Bäume hier, ne? Das wäre auf der Karte auch was gewesen, diese Bäume zu Olivenbäumen zu machen oder sowas. Oder Kirschbäume oder irgendwas, dass man das so einsammeln kann. Also wie gesagt, es gibt durchaus Modder, die verwalten ihre Karte besser. Das ist aber kein Gemecker, das ist einfach so. Jetzt muss ich mal schauen, wo hier der Ost ist. Ups, der Ostwind. Bam, 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 bam. Das ist wohl für den Zug oder was? Okay. Und was ist das hier? Ups. Entschuldigung, das war das Falsche. Da muss ich nochmal ganz kurz die Tastenkombination ändern. So. Zug wird in Kürze ankommen. Oh, den habe ich jetzt gedrückt. Das wollte ich gar nicht. Gemieteten Zug zurückgeben. Gemieteten Zug zurückgeben. Ja.
Na gut, das kann man jetzt ein paar Talerchen, aber was soll's. So, ich denke mal, dass das hier das Richtige ist. Ich würde es mir dann mal auf der Karte anschauen. So, leider kann man es hier nicht auseinanderhalten, aber ich denke, das hintere ist der östliche Eisenbahnknoten. Das ist unser Fiat. Zug mieten, das wollte man nicht. Östlicher Eisenbahnknoten und das ist östlicher. Ja, welcher ist es denn nun? Ich denke mal, das ist zum Überladen und das ist zum Verkaufen. Dann nehmen wir den ersten. So. Ich versuche die mal erstmal hier fahren zu lassen. Ja. Na. So, kommt noch einer? Nee. Dann können wir starten. So, und ich würde sagen, wir verkaufen mal. Und da kommt der Rubel rein. Wow. Sehr gut. So soll das sein. 72.290. Schöne Summe. Können wir machen. Und, ja, wenn das nicht immer so blenden würde, wäre es auch nicht schlecht, ne? So, fahren wir zurück. Ich weiß jetzt nicht, wo ich den abstelle. Wir hätten, ja, müssen wir zurückführen zu den Kartoffeln. Machen wir das so. Dann haben wir keine andere Möglichkeit. Gut, okay, dann würde ich den bei den Kartoffeln abstellen. Ich würde nochmal schauen, ob es noch irgendwas zu tun gibt. Ansonsten würde ich ein bisschen vorspulen. Und dann wird man das einfach so machen. Und ich würde sagen, um das ein bisschen abzukürzen, sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir angekommen. Wunderbar. Okay, gut. So, klitzekleine Planänderung. Ich habe dir eine kleine Waschanlage gekauft und wir werden den mal sauber machen. Den blauen habe ich schon sauber gemacht. Ich habe auch schon die Paletten mehr oder weniger freigeräumt. Ja, leider wollte ich es mit dem starken Bauer machen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Sieht es leider nicht. Ich musste mir anders behelfen. Ja, aber das wollte ich auch nicht zeigen, wie ich es gemacht habe, weil es einfach nicht schöner sah. Und nur, dass ihr Bescheid wisst. So. Jetzt wird man den uns hier schnappen und wir würden mal unser Feld 1 drüben kalken, denn das muss gekalkt werden. Und danach wird man drüber grubbern und das Ganze werden wir jetzt machen. Bis gleich. Und da sind wir angekommen. Ja. So, mal schauen, was wir hier drin haben. Das sieht mir aus wie Dünger. Wir brauchen erstmal Kalk. Das wäre sinnvoll. So. Und das ist in der Tat Dünger. Warte mal. Ich hoffe, der legt das jetzt nach links ab. Ja, hat er gemacht. Sehr gut. Okay. Gut, ich lade mal das hier voll. Ich hätte sogar gedacht, wir haben letztens schon hier gekalkt auf dem Feld, aber anscheinend wohl nicht. Dann habe ich da irgendwie ein Déjà-vu, ist aber auch nicht so schlimm. Wir nehmen das jetzt in Angriff. Kann man trotzdem sagen, was man will. Das ist von der Power her einer der besten Traktoren in der, ich sag mal, Leichtgewichtsklasse hier, weil der ja nicht viel kostet. Ja. Okay, wir haben mit dem Feld zur Grubenhirse, das nehmen wir mal als Vergleich, 72.000 verdient. Ne? Ja, das ist nicht schlecht, glaube ich. Zweiundsiebzigtausend. Also ich sag mal so, man kann ja, es gibt wohl topografische Sachen, wo man vielleicht zweimal im Jahr anbauen könnte. Vielleicht auch, wenn man Wechselwirkung macht mit verschiedenen Früchten, wie zum Beispiel über den Winter über Gras oder so. Das geht sicherlich auch mit der einen oder anderen Frucht. Aber da muss man halt wirklich ganz knapp und ganz fix sein. Ansonsten wird es wohl eher nichts. Hups. Hupsala. So. Machen wir den Kalk hier rein. Das ist dann nämlich weg. Hoffe ich zumindest, dass es nicht so viel ist. Okay, das hat ja gepasst.
Ja. Und da kann man durchaus zweimal ernten. Ich denke mal, da wird man jetzt nicht zwei solche hochwertigen Produkte haben mit jeweils 70.000 Ertrag, aber es wird sicherlich auch in Ordnung sein, was man da bekommt. Und wenn man das jetzt zum Beispiel für so ein Rollenspiel nehmen würde, man würde jetzt das Feld verkaufen und es wäre jetzt gedüngt, gekalkt und alles angesät, dann könnte man durchaus 20 oder 30% von diesem Ernteertrag ansetzen als Aufschlag auf den Kaufpreis des Feldes. Das ist eigentlich so das, was mir dabei durch den Kopf geht. Und ja, wenn man das nämlich so verkaufen müsste im Notverkauf oder so, wäre das, glaube ich, auch ein nettes Gimmick für ein Let's Play, das so zu spielen. Ne? Dann hat man zumindest einen Teil der Kosten wieder rein, um nicht zu sagen, vielleicht sogar fast alles und einen kleinen Gewinn und die Mühe dafür, dass man es vorbereitet hat. Und der dann in ein, zwei Monaten erntet, naja, der hat halt einen tierisch schönen Ertrag und das Feld hat sich zumindest schon mal zu einem gewissen Teil bezahlt gemacht. Ne? Um nicht vielleicht zu sagen, bei so einer super Frucht hier sogar fast ganz. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. In den meisten Spielen ist ja der Hektar ungefähr mit 20.000 angegeben. Na? Hier ist ja der Hof mit dabei, deswegen kostet dieses Areal ein bisschen mehr. Ist auch verständlich. Aber prinzipiell. Wäre das eine feine Sache? So. Ja, wie gesagt, ihr wisst ja, wenn man nicht alles am Rand ist, auch nicht so schlimm. Ne? So, wunderbar. Ja, läuft doch. Dann machen wir das Kalken hier noch zu Ende. Und dann können wir wahrscheinlich schon. Ich könnte auch mal ein bisschen die Zeit ein bisschen antreiben auf 3. Oder auf 5. Und ich sag mal so, dann sind wir auch etwas später am Tage. Und wir können dann wahrscheinlich mal sehen, wie es wird. Ob heute Nachmittag schon die Kartoffeln fertig sind. Dann können wir uns nämlich denen widmen. Na? Und wir können auch gleich noch die erste Düngeschicht auftragen und dann können wir grubbern. Na? Das können wir ihn dann aber alleine machen lassen. Aber da schauen wir mal, wie sich das austut. So. Schönes Ding. So für kleines Equipment ist das eigentlich einer mit meiner Lieblingsstreuer, wenn nicht sogar der Lieblingsstreuer. Erstens, weil er Kalk mitmachen kann, zweitens Dünger und drittens, ja, Ladevolumen könnte ein bisschen mehr sein, aber er ist eben auch was für kleines Gerät, ne? Preiswert. Und hat eine super Arbeitsbreite, also von daher schöne Sache.
So, wunderbar. Das Schöne bei diesem Modell ist auch, der kippt nicht in der Kurve. Ja, wie unser Hürlimann, der gerne mal sich wohin neigt. Aber trotzdem ist er mir sehr lieb, der Hürlimann. Da war er leer. Na sowas. Gut, ich denke mal eine Fuhre noch. Dann sollte es das gewesen sein. Ich habe jetzt auch nicht mitgezählt, wie viel wir draufgehauen haben. Aber ich denke mal 6.000 bis 7.000 Liter brauchst du schon. Ich weiß nicht, was wir beim ersten Mal hatten. Aber wir haben doch vor der ersten Ernte haben wir da auch gekalkt, ne? Dass er jetzt jedes Mal Kalk haben will, na gut. Wie ist das nicht mal aller drei Ernten einmal kalken? Hm. Na, ich weiß nicht, ob es reicht. Ich glaube, wir werden noch einen holen müssen. Ja, gut, kein Problem, machen wir. Die Zeit nehmen wir uns noch und ja, dann soll es das für die Wolga eigentlich auch schon gewesen sein. Wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder, wenn ihr möchtet. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao und auf bald. Macht's gut.